Marc, was hast du eigentlich so in den 60ern getrieben? Hallo und herzlich willkommen bei Dream of Sea mit Malte. Und mit Marc. Das war ganz gemeine Altersdiskriminierung, oder? Ja, warum ich gefragt habe, sollte smoothe Überleitung, ne? Wir verkosten heute einfach Whisky. Kein Face-Off, kein gar nichts, kein Vergleich. Wir haben einen Whisky, der von sich aus ein ganzes Video hergibt und es wert ist, dass man über ihn spricht. Der Tourmaline Decades, der in dieser zierlichen Packung um die Ecke kommt, sodass man uns quasi nicht mehr sehen kann, glaube ich. Oder? Ah, ich glaube, wir sind gerade so schwer Gerade in der so, Köpfe noch. schwebende Köpfe. Ja, haben wir ja manchmal, ne? Wir sind so schwarz, ah, egal. Genau, soll ich was kurz über die Abfüllung erzählen oder wie machen wir das? Ich glaube Ja. schon, du kennst dich damit besser aus. Ja, ich habe Glück, den vor einiger Zeit gekauft zu haben. Ich glaube, wenn man ihn mittlerweile sucht, wird man sehr, sehr arm. Habe ich gerade eben mein Glas? Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Wird man sehr, sehr arm. Und ehrlich gesagt interessiert es mich dann auch nicht so, wie darum spekuliert wird. Also der Decades kommt hier in so einer schönen Verpackung. Noch das alte Design. Auf der Flasche steht so ein Bottle Code mit 2011. Das heißt, der ist dann wirklich schon ein paar Jährchen auch in der Flasche gewesen. Und wie ihr hier vielleicht sehen könnt, stehen hier so verschiedene Zahlen runter. Und das sind die Dekaden, auf die sich dieser Whisky bezieht. Der wurde nämlich kreiert zu Ehren von Douglas Campbell, dem Master Distiller von Tomatin zu der Zeit, der 50 Jahre, also 5 Dekaden im Unternehmen gearbeitet hat tatsächlich. Wo gibt es das heutzutage noch? Und da wurden halt Fässer aus all diesen Jahrzehnten miteinander in einen Whisky vermehlt, kreiert, sozusagen dieser Single Malt. Im Übrigen trägt er auch deswegen keine Altersangabe. Ne, die Leute, die sagen, ich trinke keinen Whisky ohne Altersangabe, mache ich nicht, da muss ein Alter draufstehen. Leute, ihr verpasst halt solche Tropfen, weil warum steht hier kein Alter drauf? 2011 abgefüllt, Weil der der Jüngste. jüngste Whisky ist von 2005. Genau. So, wir hätten hier also einen Whisky, wo Fässer drauf drin sind. Ein Refill Sherry Hogshead destilliert am 17.05.1967. Oloroso Sherry Butts destilliert am 7.12.1976. Refill Sherry Hogsheads destilliert am 21.06.84. First Fill Bourbon Barrels destilliert am 24. September 1990 und halt First Fill Bourbon Barrels destilliert am 7.12.2005. Sprich, wir haben hier Whisky, der aus den 60ern ist und man hätte halt 6 Jahre draufschreiben dürfen. Es ist ziemlich logisch, das einfach nicht zu tun. Ne? Und da finde ich, braucht man jetzt hier auch nicht rummeckern in die Richtung, oder? Abgefüllt mit 46%. Und wie gesagt, noch im alten Design. Wir Ja, haben da was vorbereitet. wir haben das vorbereitet. Ich greife mal ins Off. Unauffällig. Genau. Können wir die Flasche einmal daneben stellen? Jupp. Oder sie daneben halten. Ja. Sieht man noch? Man sieht sie nicht Sieht man sie ganz. auf der anderen Seite? Ich glaube, wir machen das hier noch. Oha, ja gut. Also im Endeffekt ist es ja auch gar nicht so spannend. Tomatin hat die Flaschen geändert und die neuen sehen viel, viel schöner aus. Oder? Darauf läuft es ja hinaus. Genau. Es ist nicht, obwohl das ist auch nicht das Standard. Nicht ganz, ne? Ein bisschen dicker. Die hat hier oben auch schon dieses Relief, aber das ist Ja. jetzt alles hier viel schöner. Hier unten ist noch dieser Schwung mit drin. Genau. Es gibt die verschiedenen Farben, das gab es hier bei denen auch noch nicht. Also der 12er und Fassstärke ist so rötlich und der Ja. 18er bräunlich, Bronze. Was weiß ich, die sind also alle klarer und deutlicher zu unterscheiden. Und früher war das alles schwarz mit diesem roten Strich drumherum und alles so ein bisschen schlicht. Genau.
So. Schon direkt in der Nase. Ein Erlebnis. Ich greife hier nochmal ran. Hier steht noch ganz viel über Douglas Campbell mit drin. Und halt jeweils was über die Fässer. Ich gucke einmal kurz, ob es hier was Spannendes gibt. Also die ganz alten von 1967 steht, das ist der älteste Tomatin in existence, also den sie noch da haben. Sherry-Einfluss, Äpfel, Orangenschale. Man braucht ein bisschen Zeit, um die Charakteristika dieser Fässer herauszufinden. Aber wenn man sie nimmt, sie sich nimmt die Zeit, dann findet man sie auf jeden Fall im fertigen Produkt. Die aus 1976, Tomatin in seinen 30er Jahren, ist ein Fruity Animal. Passion Fruit, Blackberries, Honeydew, Melon und etwas auch robustere Geschmäcker sollte man hier finden. Dann haben wir Refill Sherry Hogsheads von 1984, die er... über die er gestolpert ist ein paar Jahre vorher. Huch. Und das sind einige der besten, die er bei Tomatin überhaupt gefunden, encountered, also denen er begegnet ist. Und sie geben eigentlich den richtigen Körper und die Tiefe. Und wenn man ein 1984er Single Cask findet, soll man doch bitte zugreifen. die 1990er Bourbon Barrels, also 21 Jahre alt. Zum Apfelzeitpunkt. Vanille, Rosinen, Toffee. Und er sagt aber, also hier Douglas Campbell sagt, die 1990er Fässer wollen im Vordergrund sein, werden aber durch die 76er und 84er in Balance gehalten. Also ganz spannend eigentlich. Und der 2005er ist jung und gibt ihm nochmal Vibrancy, also ein bisschen jugendlichen Charakter. Der für ihn passt, der die älteren Charaktere halt gut ergänzt. Und er schreibt hier lightly, delicately peated whiskey. Das habe ich nun gar nicht gehabt. Nein, also auch habe ich auch nicht. Kleine Exkursion hier. Dominieren die fruchtigen Aromen. Fruity Animal. Auf jeden Fall. Ja, was hast du denn? Was ja jetzt so lange schnuppert. Ja, also den Apfel. Ja. Also ganz schöne tropische Früchte. Nicht zu beißend süß, auch nicht stechend sauer. Also ganz, ganz harmonisch alles. Ne? Ganz in sich ruhend und mild, ohne langweilig zu sein. Mhm. Perfekt. Perfekt abgestimmt. Passionsfrucht. Kann ich jetzt schwer zuordnen, aber sowas Mango, ähnlich ist es da. Pfirsich. Ja, genau, so hellere und exotische Früchte. So diesen ganz Satschigen, diesen ganz... Ja, also so richtig du, Tropfen, ja. Ne, wo du reinbeißt und denkst, ach alles. Mist. Ja. Wirklich. Und auch das, glaube ich, Man kann da dran riechen und man findet wieder was. Ja. Dann ist man wieder dabei und man ist die ganze Zeit und Vanille ist da, die jüngeren Fässer müssen es dann ja anscheinend sein, zumindest nach dem, was ich gerade vorgelesen habe. Ja. Komm jetzt ein bisschen vor. Oh, ich sabber wirklich hier schon, ne? Und man wirklich sagen, ich rieche das und mein Mund sagt, probier das. Und dann auch diese unterschiedlichen Fasstypen, diese unterschiedlichen Whiskys miteinander zu vermehren, das finde ich immer noch ist eine so hohe Kunst. Ja. Handwerk und Handwerkskunst. Auch wenn es jetzt auch in einem anderen Preissegment und ganz anders ist und so. Und gerade bei Tomatin, finde ich, funktioniert das auch so super. Die Fassstärke und auch der Zwölfer, diese Mischung aus Sherry und Bourbonfässern, das ist einfach wirklich gut bei der Brennerei. Also ja. Ich finde, es muss nicht immer, alle jagen immer nach den Sherry-Fässern.
als ich ihn gekauft habe, 100, schieß mich tot Euro, mittlerweile, keine Ahnung, 200, 300, vielleicht ist es mittlerweile sogar noch mehr. Völlig wahnsinnig, und den kriegst du für 30. Ja. Aber so vom Prinzip her merkt man einfach, die Brennerei kann, der Spirit, das Destillat kann damit umgehen. Ja. Pfirsichringe, Haribo Pfirsichringe. Oder Haribo grüne Apfelringe. Wieso gebe ich so viel Geld dafür aus? Ich kann einfach für 1 Euro Süßigkeiten kaufen. Wollen wir probieren? Ja, aber ganz langsam. Ich will gar nicht so. Ich will so gar nicht so doll das Glas schütteln, weil ich denke, oder schwenken. Ja. Ich denke, nee, der ruht so, ne? Ja. Das ist so, der ist so gediegen, gemächlich. Trotzdem. Slange? Slange. Slange. Ich will da eigentlich gar nichts drüber sagen. Man könnte jetzt die Kamera ausmachen und sich hinsetzen und den einfach nur genießen. Mhm. Also wirklich, ich habe viel Whisky getrunken, ne? Und klar, für andere sind, was weiß ich was, für Whiskys irgendwie normal, und die sagen dann, ja, der ist ganz nett. Aber das ist immer noch einer der am feinsten abgestimmten Single Malts, die ich je getrunken habe. Mhm. Und einfach unglaublich gut. Mhm. Diese Kombination aus der fruchtigen Süße und der Vanillesüße. Da ist so ein bisschen Eiche mit drin. Ja, doch, die kommt dann auch immer. Und das ist alles so in Wellen. Du hast das eine, dann hast du das andere. Mhm. Und dann zwischendrin hatte ich so Stachelbeere oder so. So ein bisschen wirklich andere Aromen, die man jetzt nicht so häufig findet. Ne? Eine gelbe Grütze mit drin, da der Pfirsich, dieses eingekochte Vanille, und dann kommt auf einmal ein bisschen Eiche, und dann wird es ein bisschen, also er bleibt ja eher auf der hellen Seite, dafür, dass so viel Sherry fast mit drin ist, und so alt ist, bin ich erstaunt, dass da jetzt nicht so viel Brombeere oder Rosine oder so, das habe ich gar nicht, ist alles sehr, und dabei wirklich unglaublich komplex, es ändert sich immer hin und her, aber halt nicht sondern so wie die Wellen auf der neuen Flasche unten, so, ne? Das eine und dann kommt das andere wieder, und du willst ihn eigentlich gar nicht runterschlucken, und dann kommt hinten raus so ein bisschen diese Eiche, aber eine ganz milde, entspannte und trotzdem immer noch präsent. Ja. Du grinst auch einfach nur, ne? Du bist sowieso der absolute Tomaten-Fan, und da oh, ich nehme noch einen Schluck. Der kann das auch wirklich gut ab, wenn du da so ein bisschen so, auch wenn das dieses Gurgeln, Schmatzen und sonst was, genau, die so ein bisschen Luft durchziehen, ne? Und dann passiert auch mal ganz viel. Diese Eiche mit der Frucht zusammen. Oh, Mensch. Den Talisker 8 muss ich nicht mehr jagen, aber den. Ne? Und was ich ja cool finde, wenn du noch genießt, das will ich ja jetzt nicht vorenthalten, hier hinten auf der Flasche stehen so Tasting Notes, ne? Da hast du hier so einen Whisky, wo wirklich Fässer aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, 2000ern drin sind. Und da stehen dann irgendwie 4 Stichworte pro Dings.
So, das ist totales Understatement. Also Aroma ist Sweet Maltiness, Fresh Peach, Apple and Pear, Hints of Dried Apricots and Raisins. Gut, die hatte ich jetzt zum Beispiel nicht. Delicate Smoky in the Background. Aber das ist alles, was zum Aroma steht. Und dann Palette, Tropical Fruit, Christmas Cake, Cinnamon, Creamy Fudge. Abgang, Mellow and Memorable, like the man himself. So, ja gut. Der ist weich und man erinnert sich dran. Es ist nicht falsch. Ja. Sehr zurückhaltend. Ja, so das hat halt so ein vornehmes Understatement. Ja, und jetzt ist er leider hin. Und jetzt mal. Aber wir haben ihn probiert. Ja. Also. Genau. Und wir lassen die Welt daran teilhaben. Also, müssen wir ein Fazit ziehen? Gar nicht so richtig eigentlich, oder? Wir sind hin und weg. Und wir werden jetzt gleich den Rest noch auf uns aufteilen. Und den Abend dabei ausklingen lassen. Würde ich mal sagen. Let's get it on. Ja. Und wie das Licht hier ein bisschen gedimmt. Ach ja. Nee, ich glaube, das spricht alles für sich. Also das, was wir speziell gesagt haben. Ja. Also es ist auch jetzt unsinnig, dass wir jetzt noch eine halbe Stunde hier Aromen auseinanderpflücken. Da findet jeder so viel Eigenes mit drin, dass es, glaube ich, nur sinnvoll ist, so die Hauptsachen zu benennen, die man irgendwie rauskriegt. Und dazu zu sagen, es steckt so viel mehr drin und probiert ihn, wenn ihr es noch könnt und nehmt euch Zeit und genießt es dann. Ja. 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 Ach ja, so demütig heute, ne? Richtig, richtig platt. Gut. Ja, schön. Schön. Das ist doch mal ein Fazit, oder? Schön, das ist so richtig von Herzen. Ne? Ja, schön, dass ihr reingeschaut habt. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Klickt unten bitte auf Abonnieren. Dann werdet ihr einfach benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt und verpasst ihr nichts mehr von uns. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis denn dann. Tschüss. Tschüss. Spider-Schwein, Spider-Schwein, es macht das ein Spider-Schwein. Willkommen bei Filmrezensionen mit Marc, dem Schwein und Malte. Oink, oink.